mit 40 Jahren plus noch in die Selbstständigkeit gehen, sich selbstständig machen. In diesem Video erfährst du ein paar wirklich interessante Tipps und Überlegungen. Wenn dich das Thema interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Bis gleich. Das heißt, es stellt sich die Frage, okay, was kannst du tun, um dem vorzubeugen? Und wenn du noch im Saft bist sozusagen, ja, noch richtig volle Energie, 40 plus, zu erhöhen, muss dir ganz einfach am Monatsende mehr übrig bleiben. Und da bleiben dir auch wieder nur zwei Möglichkeiten. Weniger ausgeben oder mehr verdienen. Oder beides. Aber auf der anderen Seite sind eben bei vielen ist es eben so, dass sie weniger ausgeben, dass sie sich sehr schwer tun, weil sie vielleicht haben sogar Frau und Familie. Mehr verdienen tun sich auch viele schwer, weil sie sind angestellt irgendwo. Da kann man nicht einfach so sagen, naja, ich hätte jetzt gerne eine Beförderung. Ja, ich hätte jetzt gerne mal das doppelte Gehalt. Funktioniert in der Regel nicht. Da kriegt man vielleicht mal ein paar hundert Euro mehr Gehalt, wenn man Glück hat. Muss man seinen Job schon wieder wechseln, wieder neue Risiken eingehen, wenn man mehr Gehaltserhöhung will. Dann hat man wieder neue Probezeit. Ist letztendlich auch nichts anderes als ein Selbstständiger. Ja? Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein zu meinem Videokanal Mission Millionär. Und heute soll es um das Thema gehen, wenn du 40 plus bist, also über 40 Jahre alt bist, ob sich die Überlegung, sich selbstständig zu machen, noch lohnt und welche Möglichkeiten es da meiner Meinung nach gibt. Und dann legen wir doch gleich mal los. Zuerst mal ein paar Fakten. Derzeit haben wir eine Statistik von 36 Rentner auf 100 werkstätige Arbeitnehmer. In schon 8 Jahren, 2027, wird sich das verändert haben auf 47 Rentner zu 100 werkstätige Arbeitnehmer. Wenn du jetzt seit 40 plus bist und willst in 25, in 30 Jahren in Rente gehen oder vielleicht sogar ein bisschen früher, dann wird sich dieser Ratio, also dieses Verhältnis, nochmal dahingehend verschlimmert haben, dass irgendwann mal ein Rentner auf einen Arbeitnehmer kommt. Und jetzt können wir ganz einfach ausrechnen, dass beim Durchschnittsgehalt, das wir in Deutschland haben, der durchschnittliche Arbeitnehmer oder Werkstätige 600 Euro inklusive Arbeitgeberbeitrag 600 Euro in diese Kasse einzahlt. Das heißt, in ungefähr 8 Jahren, 2027, haben wir ungefähr 2 zu 1 das Verhältnis. Das heißt, ungefähr 1200 Euro werden eingezahlt in den Pott für einen Rentner. In 20 Jahren wird es wahrscheinlich das Verhältnis 1 zu 1 sein. Also wenn du jetzt 40 plus bist, zu dem Zeitpunkt, wo du in Rente gehst. Das heißt, ein Arbeitnehmer zahlt 600 Euro ein, Maximum, im Schnitt. Und der Rentner erhält dann 600 Euro. Das heißt, das Ganze kannst du dir sozusagen selber für dich gerne ausrechnen, wie viel Rente du dann noch bekommst, egal was auf dem Zettelchen steht, die du da jedes Jahr erhältst. Weil es einfach rein mathematisch dann gar nicht mehr möglich sein wird. Es wird ein generelles Grundeinkommen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich geben, das vielleicht etwas höher wie 600 Euro liegt, aber das weiß keiner. Was wir wissen ist, dass dieses System so zusammenbrechen wird. Das heißt, es stellt sich die Frage, okay, was kannst du tun, um dem vorzubeugen? Und wenn du noch im Saft bist sozusagen, ja, noch richtig voll in Energie, 40 plus, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du deine Altersvorsorge, deinen Vermögensaufbau beeinflussen kannst. Die eine Möglichkeit ist,
Der eine Faktor ist der Zeithorizont. Das heißt, jüngere Leute, bei denen ist der Zeithorizont sehr wichtig. Wenn du 40 Jahre plus Zeit hast und kümmerst dich um deine eigene Altersvorsorge, kannst du eigentlich kaum was falsch machen. Sparst jeden Monat was an in Aktien, in Fonds, kaufst irgendwann deine erste Immobilie etc. etc. Nach 40 Jahren brauchst du in der Regel keine Sorgen zu machen. Ja, dann hast du deine paar Millionen zusammen, fertig. Diese Option bleibt dir aber nicht mehr, wenn du 40 plus bist. Dann wird es ein bisschen knapp. Musst du arbeiten, bis du 90 bist. Ne? Und der Zinseszinseffekt, der haut erst so richtig schön rein ab 40 Jahre. Ne? Darf man nicht vergessen. Am Anfang macht es nicht sehr viel aus. Okay, das heißt, dir bleibt nur der zweite Faktor, die zweite Beeinflussungsmöglichkeit. Und das ist die Summe dessen, was du jeden Monat in deinen Pot reinsparen kannst. Und deinen persönlichen Vermögensaufbau und deine persönliche Rente, die du dir selber zusammenbaust. Und um das zu erhöhen, muss dir ganz einfach am Monatsende mehr übrig bleiben. Und da bleiben dir auch wieder nur zwei Möglichkeiten. Weniger ausgeben oder mehr verdienen. Oder beides. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass sie weniger ausgeben, dass sie sich sehr schwer tun, weil sie ja vielleicht haben sogar Frau und Familie. Mehr verdienen tun sich auch viele schwer, weil sie sind angestellt irgendwo. Da kann man nicht einfach so sagen, naja, ich hätte jetzt gerne eine Beförderung. Ja, ich hätte jetzt gerne mal das doppelte Gehalt. Funktioniert in der Regel nicht. Da kriegt man vielleicht mal ein paar hundert Euro mehr Gehalt, wenn man Glück hat. Muss man seinen Job schon wieder wechseln, wieder neue Risiken eingehen, wenn man mehr Gehaltserhöhungen will. Dann hat man wieder neue Probezeit. Ist letztendlich auch nichts anderes als ein Selbstständiger. Ja? Etc. etc. Das heißt, eine Möglichkeit, die ich dir jetzt ans Herz legen würde, ist, dass du dich einfach nebenbei selbstständig machst, währenddessen du noch deinen normalen Tagesjob behältst. Mit anderen Worten, jeden Tag eine Sonderschicht einlegst von, sagen wir mal, 4 Stunden. Das heißt, du machst 8 Stunden deinen Tag, deinen Job und abends dann nochmal 4 Stunden. Ich weiß, es ist hart, aber das ist eine sehr geile Option. Warum? Zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist, solange du deinen Hauptjob als Angestellten machst und proportional, sagen wir mal, nur die Hälfte der Zeit in deine Nebengewerbe investierst, musst du auf deine Einkommen, die du in deinem Nebengewerbe nebenbei generierst, keine Krankenversicherung zahlen. Solange du nicht mehr wie 18.000, glaube ich, im Jahr verdienst, kannst du kleine Unternehmerregelungen machen, musst du keine Mehrwertsteuer abführen. Ein Riesenvorteil. Denn auf diese 18.000, die du da verdienst nebenbei, solange das eben, es können auch mehr sein bezüglich der Krankenversicherung, musst du dann nicht extra nochmal, dieses Geld musst du nicht noch einmal extra versichern zum Beispiel. Du musst auf dieses Geld, was du nebenbei verdienst, keine Rentenversicherung abdrücken in irgendeinem System, in irgendeinem Fass ohne Boden. Ja, da gibt es diese ganzen Beiträge, das kriegst du brutto für netto und musst es einfach dann nur versteuern, natürlich mit deiner Einkommensteuer, aber diese ganzen Sozialabgaben, ja, die fallen da raus. Ein super geiles Ding, was die meisten nicht nutzen. Warum? Weil sie die Energie nicht da haben, weil die sagen, ey, ich arbeite schon den ganzen Tag, dann kann ich nicht abends nochmal 4 Stunden, ja, meine Familie, wenn sie Familie haben, na, die möchte mich haben oder was. Oder ich bin einfach zu müde, zu faul, zu dies, zu das, zu jenes. Na, ich habe abends meine Kegelabende, meinen Tanzkurs, mein Pilateskurs, dieses und das und jenes. Ich habe für das keine Zeit. Okay, die extra Meile musst du aber gehen. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, kannst du dann völlig ohne Risiko, ja, und das ist der wichtigste Punkt dabei, immer noch irgendwann sagen, so, jetzt mache ich das Ganze hauptberuflich. Jetzt gehe ich volle Kanne all in die Selbstständigkeit. Warum ist das so ein gutes Szenario für die allermeisten, weil, wie schon eben gesagt, du hast kein Risiko und du brauchst einfach, wenn du anfängst, ja, in der Regel ein Startkapital,
Ganz besonders, wenn du all in gehst, wenn du dann plötzlich Vollzeit auf von heute auf morgen Vollzeit Selbstständigkeit machen möchtest, ja, und hast kein Startkapital, tja, dann hast du keinen Puffer und das ist scheiße. Und wir haben ja gerade gesagt, dass wir ja fast alles, was uns übrig bleibt, ja dafür verwenden wollen, um Vermögensaufbau, unsere eigene Rente zu machen, ja, zusammenzubauen, unseren eigenen Rententopf, Vermögensaufbau in Aktien, Immobilien, Edelmetalle, was auch immer. Das heißt, sich nebenbei selbstständig machen ist meiner Meinung nach vielleicht sogar die Top-Lösung für die große Masse da draußen, auch diejenigen, die 40 plus sind und einfach kein Risiko mehr eingehen wollen, auf der anderen Seite sich dessen sehr bewusst sind, dass in 8 Jahren zwei Arbeitnehmer auf einen Rentner kommen. Und das sind nun mal 1200 Euro Beiträge, die da eingezahlt werden von zwei Arbeitnehmern. Und ein Rentner muss dann davon leben. Und in 20 Jahren wird das Ganze wahrscheinlich 1:1 sein, das Verhältnis. Also aufgepasst bei diesem Thema, das ist nicht zu unterschätzen. Tja, ich hoffe, ich konnte hier eine gute Inspiration mitteilen. Ich hoffe, du überlegst es dir gut und würde mich freuen, wenn du vielleicht dann zu einer Entscheidung gekommen bist oder was du letztendlich von meinen Gedankengängen hältst. Als Feedback kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, kannst du ihn gerne hier oben abonnieren. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Bis bald.